Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Familien sind bunt und vielfältig, und so sind auch ihre Bedarfe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Lektüre dieses Antrags habe ich gedacht, na, die Debatte ist doch längst über Ihre Forderungen hinweg. Schauen Sie sich doch an, was sozusagen mal auf dem Marktplatz der Ideen geboten wird, wie man Familienförderung zukunftsfähig aufstellen kann. Die Grünen sprechen da zum Beispiel davon, dass wir eine Familienzeit plus brauchen. Das heißt, dass sich Mütter und Väter, wenn die Paare zusammenleben, bei Alleinerziehenden natürlich nicht, die Elternzeit aufteilen und auch noch flexibel Monate dazu bekommen. Denn anders als Sie in Ihrem Antrag ja zu Protokoll geben, brauchen Kinder ihre Eltern ja nicht nur im U3-Bereich, sondern vielleicht gibt es auch noch andere Phasen im Leben von Kindern, wo Eltern sie gerne mehr unterstützen würden, bei Übergangsphasen, Anfang der Pubertät. Deswegen ist der Vorschlag der Grünen, bis 14 Jahre sollte man da mehr Flexibilität in die Elternzeit bringen, wann Eltern ihre Elternzeitmonate nehmen können. Das ist ein Beispiel dafür, wie man moderne Familienpolitik nach vorne denken kann. Und auch die Familienberichterstattung in Bund und Ländern zeigt ja, dass Familien in allererster Linie den Dreiklang aus Geld, also Elterngeld und in der Perspektive hoffentlich einer Kindergrundsicherung brauchen, aus Infrastruktur, die Sie gerade massiv schlecht geredet haben, und Zeit. Und dafür gibt es Elternzeit. Wir brauchen aber auch flexiblere Arbeitszeitmodelle und wir brauchen endlich ein Rückkehrrecht auf Vollzeit. Das ist der Dreiklang, den Familien tatsächlich brauchen. Was sie nicht brauchen, sind irgendwelche Anträge, die relativ im Nebulösen rumschwadronieren. Und mit dem Elterngeld Plus ist ja auf Bundesebene sogar ein Schritt in Richtung zu mehr Flexibilität gegangen worden. Und ich habe es gerade schon erwähnt, aber ich will es noch mal unterstreichen. Die Art und Weise, und meine Kolleginnen und Kollegen haben das ja auch schon getan, wie Sie hier die frühkindliche Bildung, unsere Kindertageseinrichtungen und auch die dort engagiert Tätigen schlecht geredet haben, das möchte ich noch mal entschieden zurückweisen. Und das wird das. In Ihrem Antrag steht ja relativ viel heiße Luft, nur Sie kritisieren ständig, wie schlecht unser frühkindliches Bildungssystem für unsere Kinder ist. Das ist unredlich und das zeugt davon, dass Sie keine Ahnung davon haben, wie die Menschen in den Kindertageseinrichtungen hier arbeiten. Auf die können Sie sicherlich nicht zählen. Wahlfreiheit, hören Sie auf zu schreien, hören Sie zu. Wahlfreiheit ergibt sich aus dem Dreiklang, wie ich gerade schon gesagt habe, Geld, Zeit, Infrastruktur. Sie ergibt sich aus einer Arbeitswelt, die sich auf Familien einstellt und nicht umgekehrt. Und sie ergibt sich aus flexiblen Arbeits- und Elternzeitmodellen. Woraus sie sich nicht ergibt, ist Ihr überflüssiger Antrag. Vielen Dank.